Hi Leute, hier ist wieder Patrick von Pointer. Zwar haben wir aktuell noch den Februar, doch so langsam sollte man sich mit der Planung des Sommerurlaubs beschäftigen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob man den Urlaub alleine antreten möchte oder mit der Familie zusammen oder vielleicht sogar mit Freunden zusammen. Und passend dazu möchte ich euch in diesem Video meine Erfahrungen zum Thema Urlaubsreisen mit Freunden mitteilen. Also, legen wir los. Die erste Urlaubsgeschichte dreht sich um die Abschlussfahrt mit meiner Abiturklasse. Wir waren damals 12 Schülerinnen und Schüler plus Lehrkraft und waren dann für eine Woche auf Malta. Und für Schulverhältnisse war das wirklich eine Traumreise. Wir hatten jeden Tag richtig gutes Wetter. Wir hatten um die 30 Grad jeden Tag. Wir hatten auch eine richtig gute Location. Wir waren an einer Bucht untergebracht in Apartments, wo wir immer zu dritt oder zu viert untergebracht waren und dann immer morgens mit Blick auf die Bucht aufgewacht sind. Das war echt phänomenal. Und es war auch mega interessant, weil das gerade so die Zeit war, wo wir volljährig geworden sind und dann eben gerade uns von den Eltern eher abgelöst haben, so selbstständig sein wollten, aber dann doch wieder an die Schule gebunden sind, beziehungsweise an die Ansagen von der Lehrkraft. Und das war interessant, aber das war auch gerade das Problem. Malta hat nämlich, was Kultur angeht, echt einiges zu bieten und unsere Lehrkraft hat auch einiges geplant, was wir uns anschauen könnten. Aber unsere Lehrkraft hat auch mehr oder weniger gewollt, dass wir uns selber darum kümmern, was wir uns anschauen und wofür wir uns interessieren und so weiter. Und unsere Klasse war zu dem Zeitpunkt eher etwas, ja, faul vielleicht, auch ein bisschen verwöhnt von dieser Sonne und so weiter, wollte sich eher Sonne am Strand liegen, was auch immer, als Kultur sich anzuschauen. Und da gehen natürlich auch ganz viele Interessen auseinander, weil so eine Klasse, die setzt sich natürlich aus verschiedenen Interessen zusammen. Und das war etwas schwierig, das zu organisieren, aber zum Ende ist es dann doch besser geworden und wir haben uns dann doch nicht nur den Strand angeschaut, sondern auch ein bisschen Kultur von Malta. Ähnlich verlaufen ist es auch im Urlaub mit einer Freundin zusammen. Wir hatten damals abgemacht, dass wir für eine Woche mit dem Auto durch Deutschland fahren und uns die größten Städte Deutschlands anschauen. Und wir hatten auch eine grobe Planung, in welche Städte wir fahren wollen, wo wir dort übernachten und was wir überhaupt in den Städten so machen wollen. Nur ist dann was in die Planung dazwischen gekommen, denn die eine Stadt war so cool, dass wir dort länger bleiben wollten. In Leipzig gab es, glaube ich, zu der Zeit sogar eine Überschwemmung, sodass wir dort dann gar nicht hinfahren konnten. Dann hat sich das auch wieder alles verzögert oder verschoben und irgendwann war unsere ganze Planung einfach den Bach runtergegangen. Und ja, es war etwas schwierig, dann wieder die Interessen zusammenzubringen, denn wir hatten wenig Zeit und wollten dann aber so viel machen wie möglich und mussten uns dann wieder auf Sachen beschränken. Und durch diese Interessenkonflikte gab es, ja, großes Streitpotenzial. Wir haben uns nicht wirklich gestritten, aber man hat gemerkt, dass der eine das will, die andere möchte das andere. Und es war etwas schwierig, da, ja, zwei Interessen unter einen Hut zu bringen. Eine dritte Story, die ich erzählen möchte, war ein Campingurlaub für ein paar Tage in Lavö mit ein paar Freunden aus meinem Basketballverein. Und auch das war wirklich eine sehr interessante Sache, denn grundsätzlich war das Interessenfeld ja erstmal gleich. Wir kommen ja alle aus dem Basketballverein und wir waren alle ziemlich cool miteinander. Das war alles eigentlich super, aber das Setting war ein totales Desaster. Wir waren natürlich zelten bei einem Campingurlaub, logischerweise, und ich habe festgestellt, dass Zelten überhaupt nicht meins ist. Also als Kind bin ich richtig gern zelten gegangen und als Jugendlicher, dazwischen war ich dann nicht mehr zelten, als Jugendlicher bin ich dann dort wieder zelten gefahren und das hat mir überhaupt nicht gefallen, das ging überhaupt nicht klar. Dann war zusätzlich echt richtig schlechtes Wetter an diesem, ich glaube ein Wochenende war es oder eine Woche, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls hatten wir fast jeden Tag Regen und die Grundstimmung war schon richtig am Tiefpunkt. Und dann, ja, war es nicht zu vermeiden, dass man sich dann auch mal in die Haare kriegt, weil einfach alles den Bach runtergeht dort. Und das war schon kein guter Urlaub auf jeden Fall, auch wenn die Interessen gleich waren. Die Grundstimmung hat es einfach kaputt gemacht und da muss man natürlich dann drauf achten. Ja, und was möchte ich euch mit diesen ganzen Urlaubsgeschichten nun letztlich erzählen? Wenn ihr Urlaub mit Freunden plant, dann ist das grundsätzlich eine gute Sache, denn Urlaub mit Freunden macht meistens richtig viel Spaß und natürlich schafft das Erinnerungen und ihr könnt euch dann immer gegenseitig irgendwelche Storys erzählen, die ihr im Urlaub erlebt habt. Aber ihr müsst eben darauf achten, dass ihr, ja, ungefähr die gleichen Interessen habt, beziehungsweise im Urlaub dann noch die Interessen gleichermaßen verfolgt. Nicht, dass ihr zum Beispiel nach Mallorca fliegt und der eine am Strand liegen möchte, der andere möchte shoppen gehen und sich die Kultur anschauen
Und der dritte möchte dann eben auf dem Ballermann noch feiern gehen. Das wäre natürlich dann eine sehr schlechte Kombo. Also da solltet ihr eben darauf achten, dass ihr die gleichen Ziele im Urlaub verfolgt. Außerdem solltet ihr bei eurer Urlaubsplanung darauf achten, dass sich zumindest einer mit der Organisation auseinandersetzt und so ein bisschen wirklich den Urlaub durchplant vielleicht oder zumindest Anhaltspunkte gibt, was ihr euch vielleicht im Urlaub anschaut oder was ihr überhaupt im Urlaub machen wollt und nicht wie ich auf Malta oder wie wir auf Malta total kopflos durch die Gegend laufen und keine Ahnung haben, was man da so machen kann. Und natürlich solltet ihr darauf achten, dass die Planung dann nicht durcheinander geworfen wird, wie bei meiner Deutschland-Tour. Das ist natürlich dann fatal. Das waren meine Erfahrungen zum Thema Urlaub machen mit Freunden. Und schreibt doch mal gerne in die Kommentare rein, was ihr auf eurer Abschlussfahrt so erlebt habt. Denn da entstehen ja meistens die coolsten Geschichten und auch ich kann richtig viele Stories aus Malta erzählen. Also das würde mich wirklich mal interessieren, was ihr da so erlebt habt. Auf der folgenden Endcard seht ihr noch zwei Videos, die sich anzusehen lohnt. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.